Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr kam es im Kasseler Stadtteil Bettenhausen zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Nachbarn hatten einen Rauchmelder gehört und daraufhin den Notruf abgesetzt. Im Bereich des Dachstuhls schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits die Flammen aus dem Fenster. Nach ersten Erkundungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass alle Personen bereits das Haus verlassen konnten. Im Haus waren insgesamt 17 Personen gemeldet. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Ein Feuerwehrmann klagte nach seinem Einsatz über Kreislaufstörungen und eine Anwohnerin stand unter Schock, als sie die Situation erkannte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auch auf das Nachbargebäude übergreifen. Trotz dem Einsatz von zwei Drehleitern und 40 Einsatzkräften griff das Feuer auch auf das zweite Obergeschoss über. Dennoch hatten die Kameraden der Feuerwehren aus Kassel den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. Dennoch werden sich die Nachlöscharbeiten hinziehen. Wir haben weiterhin das Problem, dass jetzt im Bereich des Daches, im Bereich des Spitzbodens noch Brandnester sind, die von uns gelöscht werden müssen, dass wir jetzt im Folgenden noch mit umfangreichen Nachlöscharbeiten zu rechnen haben. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rund um den Leipziger Platz kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Haus gilt als unbewohnbar. Die Anwohner wurden teilweise privat oder in einem Hotel untergebracht. Die Höhe des Sachschadens wird nach Angaben der Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt.